Heute ist Donnerstag, somit gibt es eine neue Eventwoche und ich glaube, mit der wird Rockstar Games einige von euch ziemlich glücklich machen. Insofern bleib auf jeden Fall bis zum Ende am Start. Gute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier vom Kanal, hier auf Julex. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, heute ist Donnerstag, somit gibt es eine neue Eventwoche. Sorry an der Stelle, dass das Video heute etwas später kommt als sonst. Liegt einfach daran, dass ich noch eine Präsentation in der Uni hatte über Elektroautos und wie so ein Ding funktioniert und so weiter und so fort. Also ziemlich interessant eigentlich, aber jetzt ist sie rum und somit können wir uns dem eigentlichen Thema der Eventwoche widmen. Denn hier sind wir gar nicht so weit weg von dem Thema Autos, denn die Woche steht eigentlich im Namen von Rennen. Und alle Leute, die die Rennen in GTA Online feiern, die werden diese Woche auch ziemlich, ziemlich glücklich werden. Aber eins am anderen, starten wir direkt mal mit dem neuen Podiumsfahrzeug für diese Woche. Und zwar wäre das der JB700W, also dieser James Bond Aston Martin mit Waffen. Also den gibt es ja in zwei Varianten, einmal mit Waffen, einmal ohne. Und das ist jetzt die Variante mit Waffen, also die coolere eigentlich. Die können wir uns jetzt eben im Casino als Podiumsfahrzeug gratis abholen. Außerdem gibt es ein neues Preisfahrzeug diese Woche. Und zwar wäre das die Coquette Classic. Um die zu bekommen, es wird drei Tage in Folge in die Top 3 in Verfolgungsrennen kommen. Aber Freunde, ganz kleine Info noch, und zwar können wir dieses Fahrzeug auch mit Formel 1 Reifen haben. Bei meiner Serie Karmazon, die wir ja in der Regel Sonntagabend hier auf YouTube streamen, könnt ihr euch das Fahrzeug mit Formel 1 Reifen, mit gemoddeten Lackierungen etc. holen. Kostet aber ein bisschen Geld, also Ingame-Geld. Das möchte ich nur dazu sagen. Hier könnt ihr das Auto gratis holen. Ist also für jeden eine Option dabei. Auf den Next-Gen-Konsolen haben wir auch die Möglichkeit, ein neues HSW-Fahrzeug zu testen, und zwar wäre das der S95. Okay, das klingt ja alles schon mal ganz schön und ganz gut, aber wir können diese Woche auch eine Menge Geld machen. Und zwar gibt es diese Woche wieder, und das ist ein bisschen verwunderlich, weil das gab es zumindest auf Rennen noch nie, vierfach Geld und RP auf alle Spezialfahrzeugrennen und auf alle Landrennen. Landrennen sind einfach die ganz normalen Straßenrennen, die es schon auf der PS3 gab, also diese ganz normalen Rennen. Nichts mit Car-Meet, nichts mit Stunt, einfach die ganz normalen Straßenrennen. Sehr, sehr geil, darauf vierfach Geld und RP. Doppelt Geld und RP gibt es allerdings auf alle Open Wheel-Rennen, auf alle schnellen Rennen, das sind die, die über das Interaktionsmenü gestartet werden können, und auf alle Premium-Rennen. Rabatte gibt es diese Woche auch ordentlich, und zwar 30% Rabatt auf alle Autowerkstätten sowie 50% Rabatt auf die Nightshade für jetzt knapp 300.000 GTA-Dollar, 40% Rabatt gibt es auf den Blazer Aqua für jetzt zwischen 800.000 und 1,1 Million, den Casco für zwischen 400.000 und 540.000, den Divesta 8 für jetzt knapp 1,1 Million, dem Ramp Buggy für 1,4 bzw. 1,9 Millionen, den Italy RSX für jetzt zwischen 1,6 und 2,1 Millionen und zu guter Letzt noch den Phantom Wedge für 1,2 bzw. 1,5 Millionen. Aber auch damit nicht genug, denn es gibt noch 30% Rabatt auf den Gauntlet Classic für jetzt zwischen 300.000 und 430.000, den Gauntlet Classic Custom für jetzt knapp 600.000, den Beta Dukes für jetzt knapp 300.000, den BR8 für 2,4 Millionen, den Emerus für 2 Millionen, den Italy GTO für 1,4 Millionen und jetzt aber wirklich zu guter Letzt den Rocket Voltec für 2 Millionen bzw. 2,7 Millionen. Wenn ich euch von diesen ganzen Rabatten was empfehlen darf, dann ist es auf jeden Fall den BR8. Er gilt eigentlich als so der beste Open-Wheel-Rennwagen, den es in GTA gibt. Ich fahre den auch immer. Ich kann ihn wirklich nur empfehlen. Sehr, sehr geiles Ding. Und jetzt 30% billiger. Wirklich eine gute Sache. Ansonsten, ja, Ramp Buggy ist ein sehr, sehr lustiges Fahrzeug. Phantom Wedge bockt auch extrem. Rocket Voltic, das sind alles so ein bisschen so Spaßautos, die man aber definitiv mal empfehlen kann, wenn ihr ein bisschen zu viel Geld in GTA habt. Wenn du jetzt sagst, ey, das ist ja alles ganz schön und ganz gut, aber ich habe auch reduziert nicht genug Geld für diese Fahrzeuge, da kann ich dir wirklich nur mal empfehlen, auf zwei Optionen zurückzugreifen. Nummer eins ist, du gehst zu meinem Partner JG Gaming und gönnst dir dort einfach die Million, die du haben willst. Einfach auswählen, auf welcher Plattform du spielst, wie viel Geld du haben möchtest und nicht vergessen, den Rabattcode JULEX zu aktivieren, um noch 10% Rabatt zu bekommen. Und dann hast du so viel Geld in GTA, dass du dir wirklich alles leisten kannst. Option Nummer zwei ist, du kommst am Sonntag im Livestream vorbei und gönnst dir dort einfach die Millionen. Es kann sein, dass der Sonntags-Livestream verschoben wird, dann werden wir es nachholen, aber auf jeden Fall, guck in meinen Livestreams vorbei, dort verlosen wir immer Millionen von GTA-Dollar. Sehr, sehr nice, insofern komm da vorbei und ich freue mich. Ja, Freunde, und das war jetzt im Prinzip auch schon wieder die gesamte neue Eventwoche. Ich hoffe natürlich wie immer, dass dir das Video gefallen hat. Wenn dem so ist, lass gerne gratis einen Daumen nach oben da und abonniere diesen Kanal. Ansonsten habe ich noch eine kleine, ja, Serienempfehlung für euch. Und zwar schaue ich im Moment auf Netflix die Serie Eden. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ist ein bisschen, wie soll ich sagen,
ja, merkwürdig, ein bisschen creepy am Anfang, aber insgesamt einfach eine sehr, sehr gute Serie, wie ich finde. Hast du sie schon geguckt? Ja oder nein? Schreib es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Ja, und jetzt bin ich aber auch wirklich mal raus. Ich wünsche dir noch einen schönen und vor allem einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, bis bald und ciao. Peace.